Was ist noch wichtig auf dieser Welt, wenn man ein Leben retten kann? Nichts. Gar nichts. Gisela, immer noch nicht besser? Nee. Oh Mensch. Und es tut verdammt weh. Ach, kannst du nicht vielleicht doch mal gucken? Hm. Setz dich mal. Oh. So. So, Kopf nach hinten. Ja. Auge auf. Auge nach links. Vorsicht. Ja. Oh. Ah, da, ja. Ja, aber... Oh. Guck mal hier. Was ist das denn? Ein Sandkörnchen. Kommt denn das hierher? Du, wenn's immer noch piekt morgen, dann geh vorsichtshalber rüber zu den Augenärzten. Jawohl, Herr Doktor. Warte erst mal ab, wenn wir in der Lotterie gewinnen, oder lass ich mich nur noch Mr. Goldfinger nennen. Sind Ralf und Lisa nun eigentlich mit von der Partie? Ich dachte, das ist klar. 50 Mark für jeden und wir haben ein ganzes Los. Also mir haben die beiden nichts erzählt. Lisa ist mal wieder drüben bei Ralf im Labor, frag doch mal. Bin schon unterwegs. Ein Millionär im Alpha-Team, ja schon ganz gut. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ich habe hier solche Schmerzen. Haben Sie was Falsches gegessen? Nee, das ist so, Das ist hier so ein Moment. Moment. Ja. Heidi, kommst du bitte mal? Haben Sie diese Schmerzen öfter? Ja, abends und in der Nacht. Aber heute sind sie besonders schlimm. Dann bräuchte ich noch mal Ihren Namen und Ihre Versicherungskarte. Ja, mein Name ist Leopold Wagner. Aber meine Freunde nennen mich auch Poldi und meine Mutter. Die Versicherungskarte hat meine Mutter, weil ich bin bei ihr angestellt. Und vielleicht könnten Sie sie anrufen. Meine Mutter? Mhm, wegen der Karte. Nee. Ach nee. So, Herr Wagner, guten Abend, ich bin Dr. Schaller. Hallo. Was haben Sie denn für Beschwerden? Bauchschmerzen. Ziemlich häufig und meistens abends. Hier so, Gut, ich schaue mir das mal an. Wo? B1. Mhm. Kommen Sie. Ja. Alle Proben im Labor abgeliefert und Ralf ist jetzt bis Schichtende mit Arbeit eingedeckt. Ja, prima. Ist mit deinem Auge schon besser? Ja, ja, ist alles okay. Ist Helmut nicht bei euch drüben? Nee, wieso? Na, der wollte doch mit euch über die Spielgemeinschaft reden. Hab ihn nicht gesehen. Aber ich mache auf jeden Fall mit. Mhm. Den Fuffi im Monat kriege ich von meiner Oma. Und wenn wir gewinnen, kaufe ich ihr dafür ein Häuschen. Dann bleibt für uns ja nicht allzu viel über. Hansa Klinik Notaufnahme? Ja? Ja? Gut? Ja, bis gleich. Es gibt Arbeit. Dr. Patschek, bitte zum Empfang. Dr. Patschek, bitte zum Empfang. Na los, los, los. Worauf wartest du noch? Der NRW ist gleich hier. Das bleibt hier. Ich bin schon unterwegs. Hansa Klinik Notaufnahme Ebert. Guten Abend, Frau Dr. Gassner. Ja? Ich werde es ihr ausrichten, sobald sie kommt. Na, wo soll der Engel in Weiß hinfliegen? Der Halbgott in Weiß zur Schleuse. Schnittwunde, Arterie und Tank. Männlich, 25 Jahre. Frank Steffen. Okay, gleich im B2. Wie ist denn das passiert? Ich bin ausgerutscht und habe einen abgebrochenen Flaschenhals gegriffen. Okay. Auf drei. Eins, zwei, drei.
sein. Nehmen Sie den Druckverband ab. Aber vorsichtig, Arterien sind verletzt. Mhm. Oh, Scheiße. Schnell eine Manschette anlegen. Ja. Aus. Die Wunde ist ziemlich tief. Bewegen Sie mal die Finger. Ah, das geht nicht. Och, mir wird schlecht. Machen Sie doch was. Palmarsehne verletzt. Daumenbeuger stark beeinträchtigt. Ich kann nicht mehr. Sagen Sie Gisela Bescheid, wir brauchen auf jeden Fall den OP. Mhm. Zur Sicherheit Plasma anfordern. Und wir machen eine Plexus-Anästhesie. OP-Schwester Marion soll dazu. Ja. Was machen Sie denn beruflich? Ich studiere Malerei. Und in der Brauerei verdiene ich das Geld fürs Studium. Kriegen Sie meine Hand wieder hin? Sonst kann ich alles vergessen. Wir werden alles versuchen. Aber es hängt davon ab, wie gravierend die Schnittverletzungen sind. Und in 8 Wochen habe ich meine erste Vernissage. Ja, ich schick's rüber. Tschüss. So, also, Ralf ist mit dabei. Bis auf Lisa ist dann die Spielgemeinschaft komplett. Morgen bestelle ich das los und dann werden wir sehen. Lisa macht auch mit. Wunderbar. Mit dir ist alles klar, ja? Ja, sicher. Gut. Übrigens, die Gassner hat vorhin angerufen. Sie kommt ein bisschen später. Sie ist noch auf einer Sitzung, Gesundheitsausschuss. Die soll bloß nicht wieder mit einem neuen Umbau kommen. Du, könntest du mal in B1 gehen? Da ist die Schaller mit dem Patienten. Ich weiß nicht, irgendwas stimmt mit dem. Ja, ist gut, ja. Darf ich mal stören? Ja. Dr. Carstens. Hm. Unser Urlaub. Ach. Bin ich hier richtig beim Alpha-Team? Ja, sicher wieder sind zurück. Sie hier richtig. Immer sind Sie hier richtig. Wo die Kittel hängen, wissen Sie ja sicher. Klar. Suchen Sie sich einen aus, der zu Ihrer unverschämten Bräune passt. Wolltest du nicht erst morgen kommen? Nee, Straßenbahn frei, kein Stau, da bin ich gleich durch. Außerdem hat man ja Sehnsucht nach Hamburg. Und? Auch nach dem Skalpell? Eher nach einer gewissen Heidi Schaller. Ja, die ist im B1 und wartet auf einen gewissen Herrn Brennecke. Ja. Gut, ich warte dann mal hier drüben auf Sie. Ja, ist gut. Noch mal einatmen. Und ausatmen. Frau Doktor? Mhm. Einmal Blutdruck und Puls. Ja. So, Herr Wagner, legen Sie sich bitte mal auf die Liege. Ja? Darf ich? Tut das weh? Ja. Und das? Ja, ein bisschen. Mhm. Möglicherweise die Galle. Atmen Sie mal tief ein. Und aus. Nochmal. Ausatmen. Die Leber ist stark vergrößert. Ich mache jetzt eine Sonographie und dann nehmen wir Ihnen Blut ab, um sicherzugehen, dass es sich um nichts Akutes handelt. Ja. Die Werte geben wir Ihnen dann für Ihren Hausarzt mit. Ich hab keinen. Sie kitzlig. Wie lange sind Sie denn schon übergewichtig? Als Kind war ich auch schon pummelig, aber so im letzten halben Jahr habe ich dann noch so 15 Kilo zugenommen? Nicht gerade wenig. Deshalb ist Ihr Blutdruck viel zu hoch. 180 zu 110, Puls 100. Und sehen Sie hier? Das könnten Gallensteine sein. Mhm. Haben Sie mal einen Zuckerstatus machen lassen? Was? Wir werden auf jeden Fall noch Ihren Urin untersuchen. Ja. Machen Sie es mal besser selbst. Ja. Das ist Ihr Urinnäpfchen, bitte. Ziehen Sie bitte 10 Milliliter 1%ige Xylokain-Lösung auf. Wir machen eine Plexus-Anästhesie. Mhm. So. Gleich spüren Sie nichts mehr im Arm.
Meinen Sie, Sie bekommen die Sehne wieder zusammen? Ich werde alles versuchen. Sehen Sie, ich möchte auch nicht, dass Ihre Hand steif bleibt. Ja. Herr Wagner. Ja, danke, Herr Wagner. Ich bin im Labor. Nehmen Sie auch so lange der Platz. Ich komme zu Ihnen, wenn wir die Ergebnisse haben. Brauchen Sie eine Bescheinigung von uns? Nee, aber vielleicht muss ich ja länger hier bleiben. Ach, das glaube ich kaum. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Kommen Sie. Was machen Sie denn eigentlich beruflich? Meine Mutter hat einen kleinen Kiosk mit Schreibwaren. Da verkaufe ich mit. Da haben Sie sicher nicht so viel Bewegung. Nee, Bewegung mag ich nicht, weil dann bekomme ich immer so schnell Rückenschmerzen. Das kommt daher, weil Sie keine trainierten Rückenmuskeln haben. Die kann man aber trainieren mit Bewegung. Ja. Ja. Übrigens, da drinnen ist Besuch für dich. Was? Mhm. Wer, Alexa? Mhm. Wer denn? Sag doch. Oh nein. Guten Abend, junge Frau. Hallo, Hanna. Hallo, Mona. Sag mal, weißt du, was die Gaffner von mir will? Ja, wir brauchen eine gute Röntgenassistentin. Was sonst? Ach, ich habe mich doch schon in der Pädiatrie beworben. Vielleicht will sie dich ja wirklich überzeugen, wieder zu uns zu kommen. Hm? Ist sie oben? Nee, sie hat angerufen. Sie kommt ein bisschen später. Vielleicht soll ich doch besser auf Station warten. Nein, Herr Wagner. Die Laborberichte müssen gleich hier sein. Setzen Sie sich ruhig mal. Wo kriege ich denn hier was Kleines zu essen? Drüben im Altbau ist ein Snackautomat. Versuchen Sie da Ihr Glück. Ich kann Sie rüberbringen, wenn Sie möchten. Ja, super. Ich warte dann im Aufenthaltsraum, ja? Okay. Kommen Sie, Herr Wagner. Ja. Pinzette? Da sind ganz kleine Glassplitter drin. Also, Herr Steffen, wenn wir die Mittelhandzähne wieder gut zusammenbekommen und sie gut verheilt, dann können Sie Ihre Hand wieder bewegen und Bilder malen. Na, hoffentlich. Es war aber nur ein Flaschenhals und keine Splitter. Aber auch an glatten Glasbruchstellen sind ganz kleine Splitter. Hallo, Ralf. Hi. Na, hast du viel zu tun? Bist über beide Ohren. Und deshalb entspannst du deine Ohren mit indischer Musik. Hey, du kennst dich aus. Dabei fühle ich mich, als wenn ich gar nicht im Labor sitze. Etwa in Bombay oder am Ganges? Nee, im Himalaya. Ganz allein. In 4000, 5000 Meter Höhe und nur den Blick über das Gebirge. Ach, wie gut ich mir das vorstellen kann. Sag mal, Ralf, ich hab da eine Freundin, die möchte sicher gehen, ob sie schwanger ist. Hast du vielleicht so nebenbei Zeit, mal einen Test zu machen? Kein Problem. Bring ihren Urin mit. Danke. Gisela, die Überraschung ist dir gelungen. Na? Trotzdem werde ich mich jetzt wieder zurückziehen. Richtig, genießen Sie Ihren letzten freien Abend. Morgen gibt's wieder Arbeit genug. Mach ich. Trink noch ein Glas Rotwein für mich. Haben Sie eine Notaufnahme? Aber nur eins. Ja. Ja, bis gleich. Dr. Scheu, Martina Behrendt und Schwester Jasmin, bitte dringend zum Empfang. Schlimm? Ja, ein junges Mädchen, schwerste Stichverletzungen, Schnappatmung. Hm. Dann rufen Sie gleich Patschek dazu. Dafür brauchen Sie mindestens zwei Chirurgen, wenn das überhaupt reicht. Wie? Patschek operiert in OP2. Ich zieh mich um. Hey, NRW, 7 Moment hier. Ein junges Mädchen, schwerste Stichverletzung, Schnappatmung. Uwe ist schon aus dem Urlaub zurück, der zieht sich gerade um. Den werden wir auch brauchen. Jasmin, OP-Bereitschaft herstellen lassen und besorgen Sie vorsichtshalber nur kleinen D-Blut. Alle Geräte und Blutersatzlösung bereitstellen. Okay.
2 Einstiche im hinteren Halsbereich. Der rote Puls ist noch stark fühlbar. Starker Blutverlust. Die Halsvenen sind verletzt. Gefahr einer Luftembolie. Halswunde digital komprimiert. Beide Lungen werden beatmet. Andere Verletzungen? Bauch- und Bruststiche. Wie viele, wie tief? Kann ich nicht sagen. Einige Bauch- und Bruststiche. Neurologie? Reflexe durch die Hektik nicht prüfen. Medikamentöse Erstversorgung? Wasserexpander-Dosenbedingungen und 1000 Milliliter Elektrolytlösung. Damit habe ich den Blutdruck bei 90 stabilisiert. Fertig. 1, 2, 3. Wir müssen ein ZVK legen. Die Patientin hat bisher keine Spontanatmung erkennen lassen. Schwester Irin, sofort an die Beatmungsmaschine. Oh Gott. Computertomographie von Schädel und HWS brauchen wir dringend. Thorax und Abdomen natürlich auch. Eberhard, Reflexe an Armen und Beinen prüfen. Die Werte lassen es zu. Wir müssen uns aber beeilen, sonst sagt sie uns weg. So, das sind die Sachen von dem Mädchen. Ja. Sag mal, Felber, sie ist 18, aus Hamburg. Wir haben sie in Wandsbek auf dem Parkplatz vor dem Squash Center gefunden. Hat sie eine Chance? Sieht sehr schlecht aus. Die haben sie bestialisch abgestochen. Zum Glück hat eine Nachbarin gleich die Polizei und uns angerufen. Sonst wäre das Mädchen verblutet. Und diese Schweine hätten sie vielleicht gar nicht erwischt. Ein Sexualdelikt? Nee, Raubüberfall. Es waren 2, 20 Jahre alt. Der eine soll der Sohn des Besitzers gewesen sein. Die Polizei wird sich bei dir melden. Auch wegen der Eltern. Ja, gut. So. Herr Steffen, das war's. Und glauben Sie, dass ich meine Hand wieder voll bewegen kann? Theoretisch ja. Wir haben die Sehnenenden gut zusammengenäht. Wenn alles gut verheilt ist, haben Sie eine lange Physiotherapiestrecke vor sich. Dann heißt es jeden Tag gut trainieren. Puh, keine Sorge, wenn ich bloß wieder malen kann. Schwester Marion, bitte dringend in OP1. Schwester Marion, bitte dringend in OP1. Weiß Gisela denn nicht, dass Sie hier sind? Doch, na klar. Aber gehen Sie ruhig. Mit der Armschiene komme ich jetzt alleine klar. CT zeigt eine hohe Halsmarkläsion. Reflexbild und Röntgenbild sind nahezu kongruent. Wie hoch? C3, C4. Pneumothorax hat sie nicht. Bauch müssen wir später öffnen. Ich habe 10 Einstiche gezählt. 10? Das müssen es für Bestien gewesen sein. Wir fangen am Hals an, Uwe. Okay. Wie sind die Werte? HB bei 6, Leukozyten 15.000, sogar negativ, Thrombozyten unter 100.000. Mhm. Kein Wunder bei der Blutung. Können wir? Sag mal, weißt du eigentlich, dass ich mir ziemliche Sorgen um dich gemacht habe? Warum? Weil ich mich nicht gemeldet habe? Ja. Ach komm, Joachim, das ist doch albern. Wieso? Du, deine Eltern, die haben auch nichts gewusst. Was denkst du, wie oft die bei mir angerufen haben? Und du bei ihnen, oder? Ja, weil ich Angst hatte, dass dir was passiert ist und weil ich Sehnsucht hatte. Sicher. Joachim, wir können nicht wieder da anfangen, wo wir aufgehört haben. In Travels, girls suffer changes of heart. Reisen erweitert den Horizont und die Liebe. Ja, Hannah, das weiß ich doch alles. Aber ich fände es schön, wenn wir uns einfach mal aussprechen könnten. Ja. Und wenn du die Beutel da nicht bald rausnimmst, dann schlafen wir von dem Tee ein. Hm? Ich muss erst mal wieder ankommen. Ja, und dann können wir immer noch über alles reden. Weißt du was? Wir fänden es alle ziemlich toll, wenn du wieder ins Alpha-Team kämst. Und du? Ich auch, Hannah. Der Schnitt wird am Hals gehen bis zur Wirbelsäule. Offenbar sogar bis in den Wirbelkanal hinein. Sehr fürchterlich. Der ganze Bandapparat der Halswirbelsäule ist lateral zerfetzt. Die Foyogulares interne auch? Nein, nur die externe. Die Vitalfunktionen sind erstaunlich stabil. Blutdruck bei 90, systolisch. Wir brauchen noch Patschek für die Bauch-OP. Seine Operation ist bereits beendet. Soll ich ihn holen lassen? Später. Gut, dann weiß ich Bescheid. Danke, wiederhören. Probleme? Ja, das war die Polizei. Sie haben die Mutter von dem Mädchen erreicht.
Sie ist auf dem Weg von Sylt nach Hamburg. Und weiß sie schon alles? Anscheinend. Die Werte von Herrn Wallner sind jetzt da. Oh ja, gut. Viel zu hoher Cholesterinspiegel. Ist auch kein Wunder bei dem Übergewicht. Leukozyten sind erhöht und akute Entzündungsparameter. Mhm. Dem hilft nur eine radikale Diät. Ja, sonst spielen Leber und Galle irgendwann komplett verrückt. Mhm. Haben Sie sich das angeguckt, den Blutzuckerspiegel? Er hat auch eine leichte Diabetes mellitus. Mhm. So, Herr Wagner, wir haben jetzt Ihre Werte. Ich würde das gern im Besprechungsraum mit Ihnen besprechen. Herr Steffen muss noch bei uns bleiben, bis die Anästhesie abgeklungen ist, ja? Er kann in B2. Ich bringe Sie hin. Haben Sie noch einen Stift für mich, bitte? Also, bitte. Wiedersehen macht Freude. Wenn ich meine Hand wieder richtig bewegen kann, male ich ein Porträt von Ihnen. Oh, danke. Wo haben Sie denn eigentlich Ihre Vernissage? In Amsterdam. Aber die muss ich jetzt wahrscheinlich verschieben. Mir fehlen noch ein paar Bilder, die ich malen wollte. Die Rippen haben Schlimmeres verhindert. Das Messer ist dran abgeprallt. Wir machen einen einfachen Wundverschluss. Hm. Verletzung der Mama. Können wir glatt verschließen. Mit Drainage? Nein. Allgemeinzustand? Weiterhin stabil. Zum Glück. Sollten wir nicht bald einen Neurologen hinzuziehen? Erst nach Verschluss aller Wunden. Lisa, was ist eigentlich los? Wieso sind Sie so komisch? Dieses Blind Date war ein echter Griff ins Klo. Wieso? Die Agentur war zufrieden und der Professor ganz happy. Ja, klar. Der hat den ganzen Abend gegrinst, gegessen, getrunken. Und auf der Reeperbahn hat er gegafft wie ein Affe. Und er konnte kein Wort Englisch und Deutsch sowieso nicht. Ja, und worüber habt ihr euch dann unterhalten? Über nichts. Gar nichts. Mensch, war das ein alter Sack. Der war mindestens 70 Jahre. Der hat überhaupt nichts verstanden. Und ich auch nicht. Ich war fix und fertig. Tja, ich hab ja gesagt, der Mann ist ganz solide. Zum Abgehen solide. Hätte ich doch lieber irgendeinen Draufgänger gehabt oder wenigstens einen, der mich versteht. Beim nächsten Mal, Lisa. Nee, danke. Ob ich das nochmal mache, weiß ich nicht. Warum sollen wir Sie stationär aufnehmen? Herr Wagner, Sie gehen morgen zu meiner Kollegin, Dr. Richter, und die wird Ihnen dann einen Diätplan aufstellen und damit auch was gegen Ihren Zucker tun. Ich halte das nicht mehr aus. Sie müssen mich hier behalten, bitte. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie so direkt frage, haben Sie zu Hause Probleme? Mit Ihrer Mutter? Ich gehe vor die Hunde, weil ich weiß sonst nicht, was ich mit meiner Mutter mache. Sie schnarcht wie ein Walross, lässt mich nie allein, will wissen, mit wem ich telefoniere. Ich kann nicht mehr. Entschuldigung, aber Frau Wagner will unbedingt zu ihrem Sohn. Holdi, du kannst doch nicht einfach weglaufen. Was glaubst du, was ich für Angst gehabt habe, als du plötzlich nicht mehr in der Wohnung warst? Ich will sie jetzt nicht sehen. Bitte. Frau Wagner, Ihr Sohn muss dringend in ärztliche Behandlung. Er ist nicht nur übergewichtig, sondern hat auch leichte Diabetes und Gallensteine. Er ist infarktgefährdet. Also ich habe meinem Poldi gesagt, geh mal in die Hansa-Klinik. Da gibt's eine ganze Menge nette Ärzte. Ich weiß ja auch nicht, was mit ihm los ist. Mein Poldi ist doch so ein lieber Sohn, ne? Kriegt alles von mir, was er braucht. Sein Zimmer, sein Essen, seine Wäsche und seine Arbeit, ne? Ja, nur, dass er eben in letzter Zeit ein bisschen schlecht schläft. Und dann steht er auf und dann kocht er sich sein Essen stundenlang, ne, mein Junge? Ja, so ist das eben manchmal. Komm, mein Junge, jetzt gehen wir nach Hause. Nee, komm. Fall für einen Familientherapeuten. Thank you.
Gut, dass du uns helfen kannst. Hals- und Brustbereich sind versorgt und verschlossen. 4 Messerstiche im Bauchbereich. Okay. Wir haben eine mediane Lab gemacht. Weiche Darmklemmen, Bauchtücher und Stieltupfer, Marian. Und Wundhaken. Natürlich, wie immer. Ach, Gisela, rate mal, wer mich gestern Abend angerufen hat. Ne? Katja! Hm? Ihre Tournee läuft obergeil, immer ausverkauft. Und jetzt haben sie sogar ein Angebot aus London. Aha. Grüße hat sie wohl nicht ausrichten lassen, was? Ach, hab ich ganz vergessen. Na klar. Und besonders an dich und Oberpfleger Brennecke. Aha, wer's glaubt. Hallo? Kann ich euch helfen? Mein Bruder hat Schmerzen im Ohr. Ui. Ja. Kommt mal mit. Ich rufe einen Arzt, ja? Wartet mal einen kleinen Moment hier. Helmut. Ja? Hast du mal? Mhm. Hey, was ist denn das passiert? Seid ihr allein hierher gekommen? Erzähl du es, Alexander. Ich hab ihm eine geknallt. Aber das war nicht so doll. Du lügst! Das war ganz doll. Mein ganzer Kopf tut weh. Mhm. Wo sind eure Eltern? Im Theater. Nein, in so einer Oper. Wie heißt ihr denn? Kleiner, mein Bruder Marc und ich Alexander. Hm, ist dir schwindig? Ja, das hat so geknallt und gleich geblutet. Hm. Hallo, was ist denn los? Hm. Mhm. Ich guck mir das mal an. B1 ist frei. Ja. Soll ich einen HNO-Kollegen aus dem Hauptplatz dazu rufen? Nein, ruf Brotesser dazu, wenn er frei ist. Ja. Der hat HNO-Erfahrung. Die Eltern sind im Theater oder in der Oper. Hm. Kommt mal mit. Dr. Brotesser und Jasmin, bitte in B1. Dr. Brotesser und Jasmin, bitte in B1. Hansa-Klinik, Notaufnahme, Ebert. Das geht jetzt leider im Moment nicht. Worum geht's denn? Ach, du großer Gott. Ja, wer sind Sie? Ach so, ja. Wo liegt sie? Ja, ich richte es aus. Wiederhören. Die Mutter von Dr. Schaller hat einen Schlaganfall erlitten. Sie liegt in Duisburg im Krankenhaus. Das war die Nachbarin. Wie sage ich ihr das denn jetzt? Die Bauchsituation ist prima vista nicht dramatisch, wenn sie keine Peritonitis kriegt. Ja, hoffentlich. Die Schnittwunden müssten komplikationslos verheilen. Das große Problem ist die Halsverletzung mit der Läsion des Rückenmarks. Absolut irreparabel. Wir haben jetzt zwar das Leben gerettet, aber sie wird querschnittsgelähmt bleiben. Hoffentlich kommen nicht noch zerebrale Schäden hinzu. Das Mädchen wird sich nie wieder selbstständig bewegen können. Ja, es tut jetzt leider ein bisschen weh, Marco. So. Pass mal auf. Das Gerät hier, das sieht vielleicht ein bisschen unheimlich aus, aber ich kann dein Ohr damit besser untersuchen. Hm? Guck mal, sogar ein Scheinwerfer eingebaut, siehst du? Ja. Hm. Und wenn du deinen Kopf ganz ruhig hältst, dann tut es auch überhaupt nicht weh. Also, pass auf. So. Hm. Trommelfell und Gehörgang sind verklebt. Das ist sehr schlimm. Vielleicht müssen wir deinen Bruder operieren. Ah ja, das Trommelfell ist angerissen. Wer soll die OP machen? Die HNO. In 4 Wochen habe ich wieder einen Ausscheid für den Wettbewerb für Jugendmusiziert. So ein schwieriges Instrument spielst du? Schon 3 Jahre. Oh Mensch. Du musst deinen Bruder ganz schön doll aufs Ohr gehauen haben, du. Er hat mich auch geärgert. Du wolltest wieder nur Fernsehen, als Mama und Papa weg waren. Na komm, 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 ihr Spezialisten, haltet mal schön die Füße still, ja? Ich gehe mit dem mal hoch in die HNO, ich spreche mit Dr. Krüger. Ich komme mit. Mhm. Was macht denn der andere Doktor mit mir? Er schaut sich dein Ohr noch mal ganz genau an. Das ist ein Doktor nur für die Ohren. Hm? Ach so, und Alexander kann nicht mit? Nee, der muss ja hier bleiben und deinen Eltern erzählen, was passiert ist. Die wissen ja gar nicht, dass wir hier sind. Danke, wiederhin. Dr. Schaller und Dr. Brotesser sind mit Marco zu HNO. Was machen wir denn jetzt mit dir?
Das Beste, wir verständigen die Eltern. Kannst du uns mal eure Telefonnummer sagen? 890 20 18. 890 20 18. 18. Okay, ich mach das. Geh mit ihm rüber in den Raum. Sind Sie Frau Ebert? Ja. Felber. Meine Tochter. Dagmar liegt bei Ihnen. Ja, ja, Frau Felber, wir haben miteinander telefoniert. Die Operation ist noch nicht beendet. Ich werde die Ärzte informieren. Möchten Sie sich einen Moment setzen? Vielleicht einen Kaffee? Geht schon. Kommen Sie. Ich weiß wirklich nicht, wie Sie darauf kommen, dass ich etwas gegen Sie habe. Als ich nach Amerika wollte, waren Sie ja nicht gerade begeistert. Sie haben mich sogar noch gewarnt. Ein Zurück gibt es nicht, Hannah. Das war vielleicht etwas hart formuliert. Aber Sie müssen auch mal meine Situation sehen. Es war nicht leicht für mich, einen entsprechenden Ersatz für Sie zu finden. Wir mussten sogar Kollegen aus anderen Abteilungen bitten, auszuhelfen. Tut mir leid, aber ich kann jetzt ja vielleicht in der Pädiatrie anfangen. Die Personalabteilung hat mich informiert, sie wollen eine Beurteilung von Ihnen. Ich lobe Sie nur sehr ungern weg, Hannah. Vielleicht überlegen Sie sich das Ganze nochmal. Ich denke, die Kollegen würden sich freuen, wenn Sie blieben. Und ich übrigens auch. So, wer spricht mit den Angehörigen? Ich übernehme das. Schließlich hast du ja noch Urlaub. Naja. Dass sie lebt, wird die Eltern kaum trösten. Trösten nicht, aber immerhin hat sie die OP überlebt. Hoffentlich schimmert vielleicht. Die Intensivstation der Chirurgischen ist voll belegt. Ja, die sollen heute noch ein Bett frei machen. Lange bleibt sie eben bei uns auf der Zwischenintensiv. Ich sag Gisela und Brennecke Bescheid. Ich kümmere mich schon darum. Danke. Habt ihr am Wochenende schon was vor? Ich wollte euch sonst bei einem guten Chianti ein paar Italien-Fotos zeigen. Hast du dich dann erholt? Danke. Bis vorhin ja. Aber Urlaub allein ist nichts für mich. Tja, hat die auch sauer, dass er nicht mit durfte. Und? Haben Sie sich schon ein bisschen bei uns eingelebt? Es ist härter hier als auf Station. Aber ich bin zufrieden. Was sie hier macht, wissen wir doch. Frag sie mal, wie es privat aussieht. So, dass sie eine verrückte Motorradfahrerin ist, ist jetzt ja mittlerweile rumgesprochen. Also, wenn ihr alle ein Bier mit mir trinken wollt, gerne. Mhm. Wunderbar. Also, ich habe übermorgen Abend frei. Ich dachte ja mehr an einen Abend mit allen drei Herren. Nicht an einen Rendezvous mit Dr. Patschek allein. Ich bin beim Neurologen im Haupthaus. Also schlagfertig ist sie ja, ne? Ja, aber das erste Bier trinkt sie mit mir, Franz. Eitle Gocke. Schließlich hast du ja noch deinen Blind Date Club und da wird sich doch die eine oder andere hübsche Frau noch finden lassen. Hm? Aber nicht für mich, Digga. Dein Problem. Führen Sie das bitte aus. Morgen wollte Dagmar nach Sylt kommen, sich auf ihr Abitur vorbereiten. Hat Ihre Tochter denn häufiger in diesem Squash-Center gearbeitet? Ja, immer mittwochs und donnerstags. Sie kannte doch den Chef vom Squash-Center so gut. Und nun bringt sein Sohn sie fast um. Verstehen Sie das? Gibt's denn da, ich meine, gibt's da keine Sicherheitsvorkehrungen? Ja, doch! Das Geld war im Panzerschrank eingeschlossen. Dagmar hatte nur 120 Mark bei sich. Diese Schweine wollten an ihre Schlüssel, sagt die Polizei. Wenn ich noch irgendwas für Sie tun kann. Ein Glas Wasser vielleicht oder sowas. Ach ja. Ein Glas Wasser. Gut. Ich bin gleich wieder da. Tschüss dann. Was, tschüss. Hat's geklappt mit der Gassner? Ja, sie möchte mich schon wieder im Alpha-Team haben, aber ich treffe mich morgen erst mal mit dem Chef der Kinderstation. Hat sie es nicht geschafft, dich zu überzeugen? Mal sehen.
Ich gehe jetzt erstmal nach Hause. Ihr macht mich alle ganz wuschig. Tschüss dann, ja? Hallo, Hanna. Hallo. Schön, Sie zu sehen. Ich habe schon gehört, dass Sie wieder da sind. Ja, aber jetzt auch schon wieder auf dem Weg nach Hause. Tschüss. Tschüss. Ach, Herr Helmut, du wirst dringend in der Zwischenintensiv gebraucht. Ja, gut. Oh mein Gott. Oh, Entschuldigung. Schon in Ordnung. Nase war eh zu lang. Sagen Sie bitte Heidi Bescheid, dass ich auf Sie warte. Ja. Ja. Hast du die Eltern von Alexander und Marco schon erreicht? Nee, da geht niemand ans Telefon und einen Beantworter haben die nicht. Ist Uwe denn noch da? Wartet im Besprechungsraum. Heidi, Moment. Ich habe leider eine schlechte Nachricht für dich. Deine Mutter liegt im Krankenhaus in Duisburg. Sie hat einen Schlaganfall gehabt. Ihre Nachbarin hat vorhin angerufen. Wann kam der Anruf? Vor einer guten halben Stunde. Ich wollte dich nicht aus der Behandlung holen. Hier, das ist die Adresse und die Telefonnummer vom Krankenhaus. Ich gehe mal in den Besprechungsraum telefonieren. Mhm. Bitte schön. Danke. Magst du was essen? Ich hab nur Durst. Ich hol dir was, ja? Wenn Marco nicht mehr hören kann, dann kann er nicht mehr Flöte spielen. Als Kind musste ich mal Geige lernen. Da sagte mir die Lehrerin, mein Gehör sei schlecht. Und dann hatte ich keine Lust mehr. Schafft der andere Doktor, dass Marco wieder hören kann? Ich hoffe es. Warum hast du deinen Bruder denn geschlagen? Marco kriegt immer alles von meinen Eltern. Ich hab nur Zoff mit denen. Weil ich schlechter in der Schule bin, können die mich nicht leiden. Und deshalb haust du Marco? Er hat mich ja auch geärgert. Papa schlägt ja auch. Bin ich schon mal gegen den Tisch geflogen. Mama hat ja auch schon gehauen. Wahrscheinlich hat man deine Eltern schon erreicht und die kommen bald. Wenn Papa davon erfährt, dann schlägt er mich wieder. Ich hab Angst. Und sie hat erst eine halbe Stunde in ihrer Wohnung gelegen. Und Sie haben dann den Arzt gerufen. Ja. Danke, Frau Gärtner. Ich komme dann morgen nach Duisburg. Ja. Wiederhören. Scheiße. Das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, ist sie noch so gut drauf gewesen. Ich wollte in 2 Wochen in Urlaub fahren. Die hat doch niemand mehr außer mir. Ist ja jetzt ganz alleine. Kannst du dir vorstellen, wie ich mich fühle? Frag doch erst mal den behandelnden Arzt, wie es hier wirklich geht. Oder fahr gleich nach Duisburg. Wenn du willst, fahre ich dich auch. Nee, nicht nach der langen Reise von Italien, jetzt der OP. Das hat keinen Sinn. Das war viel zu gefährlich. Ich frag die Gassner, ob sie mir Urlaub gibt, ein paar Tage. Okay, ich warte auf dich. Gisela, bist du so lieberkundig für mich, wenn morgen der erste Flieger nach Düsseldorf geht? Ich spreche jetzt gleich mit Mutter Gassner. Ich kümmere mich drum. Danke. Ach ja, die Mutter. Das ist Frau Felber da drüben, die Frau mit dem roten Haar. Ja, danke. Frau Felber, ich bin Dr. Scheu, der behandelnde Arzt Ihrer Tochter. Guten Abend. Wann? Kann ich jetzt Dagmar sehen? Sie liegt auf der Zwischenintensiv. Kommen Sie. Gleich eine Woche. Oh, das wird schwierig. Ich weiß, aber ich habe bisher immer auf alles Rücksicht genommen. Ich würde Ihnen wirklich gern helfen. Wenn es 3 Tage wären, dann könnte ich selbst für Sie einspringen. Hoffentlich machen die Ärzte alles richtig. Sie sind dem Kollegen gegenüber wohl sehr misstrauisch, was? Sie wissen doch selbst, wie viele Fehler bei Schlaganfallpatienten gemacht werden. Ja.
Die Verletzungen waren lebensgefährlich. 10 Messerstiche. Hat Dagmar eine Chance? Es ist schon ein Wunder, dass sie bis jetzt überlebt hat. Wir hoffen natürlich, dass sich ihr Zustand endgültig stabilisiert. Dagmar will nach dem Abitur Medizin studieren. Sie hat noch so viel vor. Ihre Tochter hat eine hohe, folgenschwere Rückenmarkverletzung. Wegen 120 Mark wird sie abgeschlachtet wie ein Tier. Warum haben die das getan? Wissen Sie das? Soll ich Ihnen was zur Beruhigung geben, Frau Färber? Ich will zu meiner Tochter. Kommen Sie. Es war nur eine kleine OP. Oh Gott sei Dank. Die Verletzung sah schlimmer aus, als sie tatsächlich war. Ist Markus Ohr jetzt wirklich wieder gesund? Mhm, ich denke ja. Und du willst deinen Bruder sicher bald wieder Querflöte spielen hören, oder? Ja. Ich hau dich auch nicht mehr. Und was machen wir jetzt mit den beiden? Haben sich die Eltern schon gemeldet? Nee, nur die Nachbarn. Lisa? Was hältst du denn davon, wenn du diese beiden jungen Herren nach Hause begleitest? Klar, mache ich. Super. Brauchst du nicht mit der U-Bahn fahren. Kannst du ein Taxi nehmen. Okay, ich hol schnell meine Jacke. Ja. Hast du schon was erreicht? Ja, ja, Moment, hier. Morgen. Morgen 6.25 Uhr mit Lufthansa. Oh, prima. Ich habe 3 Tage freigekriegt. Was sagen denn die Ärzte dort? Meine Mutter ist halbseitig gelähmt und kann nicht mehr sprechen. Uwe bringt mich nach Hause. Tschüss. Ich bin dann weg, ja? In einer Stunde bin ich wieder zurück. Lass dir eine Quittung geben. Ja. Gisela, kümmert sich denn jetzt um die Angehörigen von Dagmar Felber? Dr. Scheu ist mit der Mutter auf Zwischenintensiv. Okay. War schon Neurologe bei ihr? Nein, noch nicht. Martina Behrendt wird ihn verständigen, sobald sie aus der Narkose erwacht ist. Gut. Wir gehen dann jetzt. Ich möchte aber unbedingt wissen, wie sie die Nacht überstanden hat. Wenn was ist, rufen Sie mich. Ich komme dann rein. Klar. Ja? Alles Gute für dich morgen. Ja, ja. Ich denke an dich. Ja, tschüss. Danke dir. Tschüss. Hallo. Hallo. Gute Laune? Verliebt. Was? Verliebt? Unsterblich verliebt, seit Jahren endlich mal wieder. Mensch, Marion, freut mich. Oh ja, kannst du mal ein bisschen massieren? Ich bin total verspannt. Diese Stierei im OP macht mich fertig. Und erzähl doch mal, wer ist es denn? Er heißt Günther Wittig. Und du bist richtig glücklich? Ich kann gar nicht beschreiben, wie. Eigentlich wollte er heute vorbeikommen, aber leider hat er einen wichtigen Termin in Berlin. Oh, kennst du ihn nochmal? Was macht denn der? Er ist Makler. Immobilienbranche? Hm? Hat er denn Verständnis für deinen Job? Günther ist total feinfühlig. Gentleman. Durch und durch. Wo lernt man denn solche Männer kennen? Wo? In der Sauna. Wenn ich solche Tragödien sehe, frage ich mich, ob ich hier Kinder haben will. Kinder sind die einzige Hoffnung. Auch wenn es solche Verbrechen gibt. Meine 7 haben mir über manches hinweggeholfen. Ich habe es keinen Tag bereut, obwohl es nicht immer leicht war. Das Mädchen und ihre Mutter sind ein Leben lang bestraft. Mhm. Wie lange arbeiten Sie eigentlich schon als Anästhesistin? Das 2. Jahr nach meiner Facharztausbildung. Ich habe in Berlin studiert. Berlin? Mhm. Ich mag Berlin. War lange nicht mehr da. Sind Sie eine echte Berlinerin? Klar doch. Meine Urgroßmutter kam aus Spanien, mein Großvater aus Frankreich. Mhm. Meine Mutter ist in Berlin geboren und ich auch. Okay. So. Danke. Dann machst du einen Schuldbruch, ne? Vielen Dank. Und tschüss. Tschüss. Gisela, ich bin im Haupthaus. Kümmere mich um den Bett für Dappen. Mhm. Ist sie schon aus der Narkose erwacht? Noch nicht. Ich will sehen, dass sie so schnell wie möglich auf die chirurgische verlegt wird. Gut, ja.
Guten Abend. Kann ich was für Sie tun? Ich würde gerne Frau Oppermann sprechen, wenn das möglich ist. Wittig ist mein Name. Ach so, ja. Ja, ja, ich weiß Bescheid. Nehmen Sie einen Moment da drüben Platz, ja? Dankeschön. Ah, Besuch für dich. Für mich? Mhm. Wer denn? Sie oh. Selbst. Etwa der tolle Mann da drüben? Marion. Günther. Bist du Überraschung? Ich denke, du bist in Berlin. Oh, schön. Das Liebe schön sein, was? Tschüss. Schöner als alles andere. Habe ich auch schon mal gehört. Als Dagmar überlebt, wird sie für immer im Rollstuhl sitzen. Sagen Sie, dass das nicht wahr ist. Wie soll ich das Dagmar erklären? Eine andere Prognose kann ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht geben. Die Halsmarklähmung ist leider nicht reparabel. Das ist die schreckliche Wahrheit, Frau Felber. Aber wegen Dagmar können Sie jederzeit zu uns kommen. Was soll denn jetzt werden? Los, 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 worauf wartest du noch? Der NRW ist gleich hier, das bleibt hier. Ich bin schon unterwegs. Hansa-Klinik, Notaufnahme Ebert. Guten Abend, Frau Dr. Gassner. Ja, ich werde es ihr ausrichten, sobald sie kommt. Na, wo soll der Engel in Weiß hinfliegen? Der Halbgott in Weiß zur Schleuse. Schnittwunde, Arterie und Tank. Männlich, 25 Jahre. Frank Steffen. Okay, gleich im B2. Wie ist denn das passiert? Ich bin ausgerutscht und habe einen abgebrochenen Flaschenhals gegriffen. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Na? Nehmen Sie den Druckverband ab. Aber vorsichtig, Arterien sind verletzt. Mhm. Oh, Scheiße. Schnell eine Manschette anlegen. Ja. Das sieht nicht gut aus. Die Wunde ist ziemlich tief. Bewegen Sie mal die Finger. Ah, das geht nicht. Och, mir wird schlecht. Machen Sie doch was. Palmarsehne verletzt. Daumenbeuger stark beeinträchtigt. Ich kann nicht mehr. Sagen Sie Gisela Bescheid, wir brauchen auf jeden Fall den OP. Mhm. Zur Sicherheit Plasma anfordern. Und wir machen eine Plexus-Anästhesie. OP-Schwester Marion soll dazu. Ja. Was machen Sie denn beruflich? Ich studiere Malerei. Und in der Brauerei verdiene ich das Geld fürs Studium. Kriegen Sie meine Hand wieder hin? Sonst kann ich alles vergessen. Wir werden alles versuchen. Aber es hängt davon ab, wie gravierend die Schnittverletzungen sind. Und in 8 Wochen habe ich meine erste Vernissage. Ja, ich schick's rüber. Tschüss. So, also, Ralf ist mit dabei. Bis auf Lisa ist dann die Spielgemeinschaft komplett. Morgen bestelle ich das los und dann werden wir sehen. Lisa macht auch mit. Wunderbar. Mit dir ist alles klar, ja? Ja, 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 sicher. Gut. Übrigens, ja, die Gassner hat vorhin angerufen. Sie kommt ein bisschen später. Sie ist noch auf einer Sitzung, Gesundheitsausschuss. Die soll bloß nicht wieder mit einem neuen Umbau kommen. Du, könntest du mal in B1 gehen? Da ist die Schaller mit dem Patienten. Ich weiß nicht, irgendwas stimmt mit dem. Ja, ist gut, ja. Darf ich mal stören? Ja. Dr. Carstens. Hm. Unser Urlaub. Ach, bin ich links. Vorsicht. Ja. Oh. Ah, da, ja. Ja, aber. Oh. Guck mal hier. Was ist das denn? Ein Sandkörnchen. Kommt denn das hier her? Du, wenn's
immer noch piekt morgen, dann geh vorsichtshalber rüber zu den Augenärzten. Jawohl, Herr Doktor. Wart erst mal ab, wenn wir in der Lotterie gewinnen, oder lass ich mich nur noch Mr. Goldfinger nennen. Sind Ralf und Lisa nun eigentlich mit von der Partie? Ich dachte, das ist klar. 50 Mark für jeden und wir haben ein ganzes Los. Also mir haben die beiden nichts erzählt. Lisa ist mal wieder drüben bei Ralf im Labor, frag doch mal. Bin schon unterwegs. Paar Millionäre im Alpha-Team, wäre schon ganz gut. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ich habe hier solche Schmerzen. Haben Sie was Falsches gegessen? Nee, das ist so, das ist hier so ein Schmerz. Kleinen Moment, Michael, ne? Ja. Heidi, kommst du bitte mal? Haben Sie diese Schmerzen öfter? Ja, abends und in der Nacht. Aber heute sind sie besonders schlimm. Dann bräuchte ich noch mal Ihren Namen und Ihre Versicherungskarte. Ja, mein Name ist Leopold Wagner. Aber meine Freunde nennen mich auch Poldi und meine Mutter. Die Versicherungskarte hat meine Mutter, weil ich bin bei ihr angestellt. Und vielleicht könnten Sie sie anrufen. Meine Mutter? Wegen der Karte? Nee. Ach nee. So, Herr Wagner, guten Abend, ich bin Dr. Schaller. Hallo. Was haben Sie denn für Beschwerden? Bauchschmerzen. Ziemlich häufig und meistens abends. Hier, wo, Gut, ich schaue mir das mal an. Wo? B1. Kommen Sie. Ja. Ich habe alle Proben im Labor abgeliefert und Ralf ist jetzt bis Schichtende mit Arbeit eingedeckt. Na prima. Ist mit deinem Auge schon besser? Ja, ja, ist alles okay. Ist Helmut nicht bei euch drüben? Nee, wieso? Na, der wollte doch mit euch über die Spielgemeinschaft reden. Hab ihn nicht gesehen. Aber ich mache auf jeden Fall mit. Den Fuffi im Monat kriege ich von meiner Oma. Und wenn wir gewinnen, kaufe ich ihr dafür ein Häuschen. Da bleibt für uns ja nicht allzu viel über. Hansa Klinik Notaufnahme? Ja? Ja? Gut? Ja, bis gleich. Es gibt Arbeit. Dr. Patschek, bitte zum Empfang. Dr. Patschek, bitte zum Empfang. Was ist noch wichtig auf dieser Welt, wenn man ein Leben retten kann? Nichts. Gar nichts. Gisela, immer noch nicht besser? Nee. Oh Mensch. Und es tut verdammt weh. Ach, kannst du nicht vielleicht doch mal gucken? Hm. Setz dich mal. Oh. So. So, Kopf nach hinten. Ja. Auge auf. Auge nach.